Hallo zusammen. Heute gibt es rund 400 verschiedene Hunderassen weltweit. Man könnte einen ganzen Tag damit verbringen, sich Fotos von ihnen im Internet anzuschauen. Vorausgesetzt, man findet sie alle. Aber was tun, wenn man sich einen Welpen einer weniger bekannten Rasse ansehen möchte? In diesem Fall kann dieses Video helfen. Denn heute zeigen wir euch Welpen der 9 seltensten und ungewöhnlichsten Hunderassen der Welt. Allesamt knuffig bis zum geht nicht mehr. Lasst uns loslegen. Chihuahua-Armee. Wir gehen in aufsteigender Reihenfolge nach Größe. Wie findet ihr diese niedlichen Winzlinge? Es wäre toll, wenn sie ihr ganzes Leben so klein bleiben würden, nicht wahr? Aber genau das wird der Fall sein, weil es sich dabei um die Welpen der kleinsten Hunderasse der Welt handelt. Alan aus Manchester muss sich gedacht haben, dass ein Chihuahua ihm zu wenig wäre, um glücklich zu werden, weshalb er sich gleich 7 zugelegt hat. Dürfen wir vorstellen, das sind Bailey, Izzy, Lily, Takin, Dama, Archie und Ludo. Da sie so klein sind, können sie alle gemeinsam baden. Süß, nicht wahr? Sie mögen euch ein wenig dümmlich vorkommen. Kennt ihr das Meme mit dem traurigen Rotzblasenhund? Das ist auch ein Chihuahua. Aber diese 4-Beiner sind nicht dumm. Bei der richtigen Erziehung zeigen sie ein hohes Maß an Intelligenz. Darüber hinaus sind sie ausgezeichnete Begleiter. Sie hängen sehr an ihrem Herrchen, was manchmal sogar ins Übertriebene abdriftet. Es ist durchaus nachvollziehbar, warum Alan so viele Hunde hält. Wer hätte denn keine Lust, von derart liebevollen Welpen umgeben zu sein? Er kann sich auf sie auch draußen verlassen. Die Chihuahuas halten ihre Größe nicht für einen Nachteil und haben vor niemandem Angst. Wahrscheinlich deswegen nennt ihr Besitzer sie eine Armee. Das Einzige, wovor sie sich fürchten, ist die Kälte. Seid ihr traurig, dass der Sommer vorbei ist? Dann seht euch an, wie sehr das Regenwetter diese Welpen deprimiert. Der gescheckte Kona. Versucht mal zu erraten, zu welcher Rasse dieses süße Hündchen gehört. Glaubt ihr, es wäre eine Husky-Art oder ein Border Collie? Es besteht zwar eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Hunderassen, aber sie sind es nicht. Okay, wir wollen euch nicht schmoren lassen. Das ist ein Welsh Corgi Pembroke. Wir können uns gut vorstellen, dass ihr jetzt überrascht seid, denn normalerweise haben diese 4-Beiner braune Augen und rotes Fell. Dieser weibliche Welsh Corgi Pembroke, der auf den Namen Kona hört, hat das sogenannte Merle-Gen in seinem Erbgut, auf das seine außergewöhnliche Fellfarbe, die in der Fachsprache Merle-Faktor heißt, zurückzuführen ist. Dasselbe Gen ist auch dafür verantwortlich, dass Kona verschiedenfarbige Augen hat. Dieses Phänomen nennt sich Iris-Heterochromie. Es steht Kona gut, nicht wahr? Ihr geschecktes Fell, die niedlichen rosa Flecken auf der Nase und ihr blaues Auge ergeben zusammen einen harmonischen Look. Sie sieht so aus, als wäre sie von einem anderen Planeten extra zu uns gekommen, damit wir sie bewundern können. Je älter sie wird, desto mehr ähnelt sie einem Corgi. Aber ihre Rassenzugehörigkeit lässt sich nach wie vor am besten an ihrem charakteristischen Lächeln und ihren großen Ohren erkennen. Und natürlich am charakteristischen Gang auf kurzen Beinen. Und übrigens, merlefarbige Hunde dürfen nicht miteinander verpaart werden, da das Auftreten der negativen Folgen des Merle-Faktors vermieden werden soll. Aber dieser Schönheit scheint es zum Glück gut zu gehen. Mischling Ruby. Wollen wir nochmal Raten spielen? Dieser Schönling lässt sich ebenfalls ziemlich schwer einer Rasse zuordnen und scheint aus derselben Galaxie wie die Corgi-Dame von vorhin zu stammen. Die beiden haben eine ähnliche Fellfärbung und ähnlich faszinierende blaue Augen. Die Ähnlichkeit kommt aber nicht von ungefähr. Der Welpe ist halb Corgi, halb Dackel und diese außergewöhnliche Hybridrasse nennt man Dorgi. Ihre genaue Abstammung ist unbekannt, aber es gibt diesbezüglich eine lustige Geschichte. Demnach soll der Mischling aus einer Kreuzung zwischen einem Corgi von Elizabeth II. Und einem Dackel namens Pipkin, der Prinzessin Margaret gehört hat, entstanden sein. Die Queen ist ein großer Fan dieser Hunde. Ihr kann man doch unmöglich schlechten Geschmack vorwerfen, stimmt's? Ihr seht ja selbst, wie toll das Kreuzungsergebnis zwischen diesen süßen Hunderassen ist. Der Dorgi ist tapfer, treu, lebensfroh und liebevoll. Auch wenn ihr vorhabt, euch einen solchen Vierbeiner anzuschaffen, solltet ihr eines wissen. Diese Mischlinge sind äußerst aktiv und sturköpfig. Hier ist ein Beispiel. Guckt mal, wie hartnäckig das Kerlchen es versucht, das Wasser vom Abfließen abzuhalten. Captain Chunk. Diese molligen Hündchen kennt wohl jeder. Nachdem die Sci-Fi-Komödie Man in Black mit dem sprechenden Mops Frank in die Kinos kam, wurde diese Rasse noch populärer. Im echten Leben können die 4-Beiner zwar nicht sprechen, dafür erobern sie unzählige Herzen mit ihren unglaublichen Charisma. Es ist jedoch falsch zu denken, dass Möpse Proleten wären, die nichts anderes tun würden, als euch den ganzen Tag bei Laune zu halten. Im 19. Jahrhundert war diese Hunderasse beim Königlichen Hof in Großbritannien sehr beliebt und auf der Internationalen Hundemesse 2004 wurde sie sogar zur besten Rasse der Welt gekürt. Die Möpse beginnen schon als Welpen ihren Charakter zu zeigen. Schaut euch zum Beispiel diese angsteinflößende Kerlchen an.
Wenn ein Mops nicht bellt, gibt er immer andere Laute von sich. Wenn er schläft, schnarcht er ganz laut. Aber das kann man ihm doch unmöglich übel nehmen, stimmt's? Im Gegenteil, man möchte so einen Liebling streicheln und mit Leckerlis verwöhnen. Insbesondere, wenn man von einem Mops-Welpen mit weit aufgerissenen Augen flehend angeschaut wird. Diesen Trick kann man nicht widerstehen. Doch man muss auf ihre Ernährung aufpassen, da Möpse zu Übergewicht neigen. Kluge Hirtenhunde. Diese Hunderasse haben wir bereits erwähnt. Wir geben euch einen Tipp. Sie gilt als die intelligenteste Rasse, die es heute gibt. Halter von Border Collies, aufgepasst, es ist eure Sternstunde. Ja, laut einer Studie, die von Forschern der University of British Columbia durchgeführt wurde, ist dieser Hütehund unfassbar schlau. Wollen wir einen Blick auf seine Welpen werfen? Da sind sie. Sie schlafen dicht an dicht und sind sogar im Schlaf unzertrennlich. So sehen ganz junge Border Collies aus. Sie erinnern an kleine Mäuse, nicht wahr? Doch schon im Alter von 2 Wochen weisen sie die typischen Züge künftiger Hirtenhelfer und Champions auf. Diese Rasse zeigt nämlich herausragende Leistungen in vielen Sportarten. Und die Welpen schlafen nicht nur zusammen, sondern sind immer wie Pech und Schwefel. Guckt euch diese Clique an. Süß, oder? Ihre Mutter würde dem auf jeden Fall zustimmen. Sie strahlt förmlich vor Glück. Der schöne Norman. Ihr fragt euch, was für ein Schönling das ist? Er sieht wie ein Spitz aus, aber er hat bestimmte nördliche Züge in seinem Erscheinungsbild. Kein Wunder, denn das ist ein junger Pomsky-Hund. Es handelt sich dabei um eine geplante Kreuzung zwischen einem Zwergspitz und einem sibirischen Husky. Warum man diese Rasse überhaupt gekreuzt hat? Natürlich, um diesen wahnsinnig hübschen Vierbeiner zu erhalten. Ob ein Pomsky-Hund euer Haus vor Einbruch schützen könnte? Das Maximum, was er in dieser Situation tun könnte, einen Einbrecher abzuschlecken. Ob er bei Passanten, die ihm bei einem Spaziergang begegnen, für Begeisterung sorgt? Das tut er ständig. Diese Rasse ist noch ganz jung. Der erste in den USA registrierte Wurf dieser Mischlinge datierte aus dem Jahre 2013. Der Pomsky-Hund ist im Nu populär geworden. Viele Pomsky-Halter haben mittlerweile Instagram-Accounts mit einer großen Followerzahl. Doch der Hund ist nach wie vor von keinem kinologischen Verband anerkannt worden und ihm wird der Status einer eigenen Hunderasse verweigert. Aber der Schönling hat es im Grunde nicht nötig. Guckt euch diese stylische Brille an. Gerberian Shepsky. Das hier ist eine weitere wunderschöne Kreation von US-amerikanischen Hundezüchtern, an der ebenfalls ein Husky beteiligt war. Die Schöpfer dieser Rasse verfolgten das Ziel, durch die Verpaarung zwischen einem Husky und einem deutschen Schäferhund eine zähe und gehorsame Rasse zu selektieren, die keine Angst vor Kälte hätte. So entstand dieser knuffige Chaot. Wir meinen, es ist schon ein toller Helfer, allerdings fallen ihm Aufgaben wie auf dem Sofa herumzulegen oder im Park wie verrückt herumzurennen am leichtesten. Der Gerberian Shepsky wird aber nicht dafür geschätzt. Seht euch diese blauen Augen an, er ist ein guter Begleiter und hervorragender Schutzhund für die ganze Familie, der seine Treue immer unter Beweis stellt. Aber er kann manchmal ganz schön eigensinnig und hyperaktiv sein. Bei dieser Rasse schlagen die Wolfsgene eben deutlich durch. Der Vierbeiner ist zudem äußerst neugierig, was ihn mitunter zum Verhängnis wird. Hier ist ein Beispiel dafür. Da steigt ein Gerberian Shepsky auf ein Fensterbrett, um den Ausblick zu checken. Aber er hat vergessen, dass er kein Welpe mehr ist. Man muss auf so einen Pflegling immer tierisch aufpassen. Aber er ist es wert, glaubt uns. Süß. Oh no! Samaski. Im Fall dieses flauschigen Vierbeiners kann man von einem Züchtererfolg reden. Warum der Kleine ein derart dichtes Fell hat? Um selbst ganz tiefe Wintertemperaturen gut zu überstehen. Dieses Geschenk erbte der Samuski von einer seiner Elternrassen, nämlich vom Samojeden. Bei der zweiten handelt es sich selbstverständlich um den Husky. Von ihm hat der Mischling Eigenschaften wie Ausdauer und Freundlichkeit sowie seine unglaublich ausdrucksvollen Augen. Schaut euch diesen Winzling nochmal an. Könnt ihr euch vorstellen, dass aus ihm irgendwann ein mächtiger Hund mit einer Schulterhöhe von bis zu 60 cm wird? Das ist einer der Gründe, warum ein Samuski nicht in der Wohnung gehalten werden sollte. Ein geräumiges Gehege im Hinterhof würde dem Vierbeiner die besten Lebensbedingungen bieten. Man kann ihn zwar auch in einer Wohnung halten, aber nur, wenn man bereit ist, mit ihm 2 bis 3 Stunden täglich spazieren zu gehen und ihn auf speziellen Plätzen zu trainieren. Trotz ihrer beeindruckenden Größe bleiben Samuskis für immer Welpen. Sie springen ihren Besitzer in die Arme und laden ihn ständig auf eine Runde Fangspielen ein. Süß, oder? Altdeutscher Hütehund. Zu guter Letzt zeigen wir euch noch einen schwarz-grau gescheckten Schönling. Dieser Hund ist ebenfalls merlefarbig, aber um welche Rasse handelt es sich dabei eigentlich? Keine Sorge, diesmal ist es kein Verwandter des sibirischen Huskys. Der sympathische Welpe gehört zum Schlag Tiger aus der Gruppe der altdeutschen Hütehunde. Der deutsche Schäferhund stammt von einigen Vertretern dieser Gruppe ab. Dieser Kerl ist also ein Blaublüter, aber das merkt man ihm sofort an. Seht euch diesen tief nachdenklichen Blick und diese aristokratische Gelassenheit an. Allerdings kann sie von einer Minute auf die andere in ein haltloses
herumalbern und ein welpentypisches Verhalten umschlagen. Der Vierbeiner hat nämlich einen zwiegespaltenen Charakter. Ist das vielleicht der Grund, wieso seine Schnauze ganz klar in zwei Farben geteilt ist? Doch trotz seiner Unbeständigkeit ist der Tiger ein treuer Begleiter. Er hat zwar einen ausgeprägten Hirteninstinkt, aber dieser tritt auf ganz niedliche Weise zum Vorschein. So passt der Hund immer darauf auf, dass Kinder sich nicht zu weit von ihren Eltern entfernen. Braver Junge! Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.